So, und damit herzlich willkommen zurück. Nochmal zu der Adventure Map The Dropper. Wir waren da ja noch lange nicht fertig und ich habe da jetzt auch eine ganze Zeit gar nicht weitergemacht. Und jetzt wird es ja mal wieder Zeit, dass wir noch vorankommen. Ja, wir haben hier eine Truhe stehen, war da nicht irgendwas drin? Ach ja, jede Menge Bettchen sind da noch drin. Haben wir noch Bettchen mit? Ah, wir haben noch 3 Stück mit. Dann machen wir es mal weiter. Ich glaube, wir waren da jetzt hier stehen geblieben, weil er hatte ich halt ordentlich verkackt sozusagen. Sprich, ich war da ja schon durch und habe da ja danach ein bisschen vertan, sag ich mal so. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie hin. Wenn ich hier dem Teil einfach nachschwimme. Ja. Nein. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich bin wieder der Schwerkraft zum Opfer gefallen, weil ich einfach mal wieder zu schlecht dafür bin. Und wenn das nicht gar nicht klappt, dann mache ich das gleich anders. Ich kann doch, glaube ich, auch die Shader. Kann ich doch auch mal kurz. Ah, Default. Kann ich die Shader nicht eben kurz raushauen? Klappt das vielleicht besser? Ich habe nämlich die Shader drin, aber er zeigt mir nicht an, dass ich die hier ausmachen kann. Egal, mach ich das einfach mal so. Wird schon daneben gehen. Ah, Mist. Bin immer zu schnell. Wenn ich dann immer so nach links und nach rechts. Wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn ich das nicht mehr schaffen würde. Obwohl, so schwer ist das ja eigentlich gar nicht. Wenn man den richtigen Drehhaus hat. Jetzt hier nach rechts, nach links. Ich seh nichts. Oh, bin ich wieder draußen. Nur weil ich kurz nichts gesehen habe, wo ich war. So, komm, weiter. Oh, Mist. Mich ärgert, dass ich da ja schon mal ganz durch war. Nur weil ich da so ein bisschen mich vertüdelt hatte. Nur deswegen allein habe ich das nicht geschafft. Das ärgert mich schon ein wenig. Ich bin immer viel zu weit rechts. Normalerweise muss ich mich anscheinend gar nicht nach rechts drehen. Bin viel zu weit immer nach rechts. Warum mache ich so einen Käse? Warum? Da muss ich doch gar nicht hin. Es reicht völlig aus, wenn ich hier links bin. Wenn ich mich hier in einem Stück durchfallen lasse. Nee, reicht doch nicht ganz. Ich muss noch weiter nach links. Scheint mir so. Ich glaube, ich muss noch weiter nach links. Damit das reicht. Ja, links. Und einfach bleiben. Das sah bei ihm so aus, als wenn das... Hä? Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann muss ich die Shader leider raushauen. Das wäre jetzt aber ein bisschen doof. Dann müsste ich sie nachher alle wieder einfügen und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. Das gibt's ja gar nicht. Warum klappt das alles nicht? Und dann war ich ja schon so weit und dann hatte ich das ja schon geschafft. Und dann na. So, bitte dich da jetzt mal. Damit ich da jetzt mal durchkomme. Wenn ich jetzt hier bleib. Ja. Geschafft. Juhu. Ich bin wieder da. Und ich hoffe, ich begehe jetzt mal nicht den gleichen Fehler. Ich bin jetzt von da gekommen. Ich glaube, ich muss jetzt hier auf jeden Fall lang. Aber nochmal schauen. Da hinten ist das andere Portal. Genau, und an das muss ich nämlich rein. Da werde ich jetzt auch keinen Umweg machen. Da werde ich jetzt sofort reinstürmen. Ich komme im Portal. Ich komme. Da ist nichts mehr drin. Und dann da wieder rein. Und ich bin wieder weg. Haha, ich bin wieder weg. Nein. Oh, Glück gehabt. Ich hab's geschafft. Und ja, und hier habe ich versagt gehabt. Ja, da gehe ich gar nicht hin. Da ist das nächste. Ja, wir haben es endlich geschafft. So, gleich das Bettchen nehmen, gleich schlafen legen, bevor ich hier mich gleich irgendwie verrecke und ich ganz vergesse zu schlafen. Das wäre nämlich der größte Horror oder Albtraum, der uns hier noch passieren kann. So, dann bin ich hier sicher. Und was war hier noch drin? Ach ja, Betten. Ah, nehmen wir noch eins mit. So, jetzt kommt Level 16 Blut. Ich gehe mal kurz mal da raus und mache erstmal das hier auf. Wo muss ich denn da hin? Machen wir zu.
Ich gehe einfach mal in die Mitte und lass mich fallen. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Einfach nur fallen lassen. Ich muss mich also auch wegbewegen oder irgendwo hinbewegen. Aber das sah auch so aus, als wenn da unten Wasser gewesen wäre. Das heißt, ich würde mich mal über den Glowstone wegbewegen und dann hier wieder runter und... Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Das sah aber gar nicht so schlecht aus eigentlich. Ah, wieder runter. Und da durch und darüber und darüber. Oh, was ist das denn? Da sind da viel zu viele Glowstones. Oder muss ich mich vielleicht nach links am besten... nach unten bewegen. Das war jetzt die Variante nach oben. Ich versuche mal die Variante nach unten. Hier so. Ja, geschafft. Haha, Glück gehabt. Das sah nämlich eben schon wieder so knapp aus. Aber nein, es hat geklappt. Juhu, juhu, juhu. Und durch hier. Eieieiei. Eine ganze Fackelreihe. Endlich durchgekommen. Was heißt endlich durchgekommen? Ich bin durchgekommen. Game over. Wir haben es geschafft. Wir haben die Adventure Map geschafft. Ja, haben sie geschafft. Game over. Aber es gibt hier, was ich gerade noch sehe. In Level 17. A fly in the house. Experimental Level. Will you be this? Aber es gibt hier noch ein Level 17. Oha. Last Level. This level is my entry to the Dropper Community Challenge. The Library. Inspired by this map. Das ist also noch ein Level. Wir haben es eigentlich so gut wie schon geschafft, aber es gibt hier anscheinend noch ein Level. Was ist das jetzt gewesen? Das habe ich schon. Trank der Schnelligkeit. Ja, Trank der Schnelligkeit. Davon habe ich ja noch 500 Stück in meinem Inventar. Oh, was kommt jetzt? So, hier müssen wir wieder Schlafi machen. Set Night. Dann legen wir uns mal kurz hin. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt hier in diesem Level. In dem 17. So, machen wir jetzt hier The Living Room by Big... Living Room by Bigwee. Was für ein Living Room? Was kommt jetzt hier für gefährliche Sachen? Ach, Hilfe. Was ist das denn? Was kommt jetzt auf uns zu? Wo sollen wir überhaupt da hin? Ach, bestimmt da oben drauf. Oder ist hier Wasser? Ist das Wasser? Nee, das sind Blöcke. Nee, gut, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier gleich oben drauf. So, follow the pumpkins. Da müssen wir also wieder den Kürbissen folgen. Das heißt, wir müssen also erstmal hier rauf. Aber, wie sollen wir denn... Ah, geschafft. Hihihihi. So, und jetzt? Ach, da oben. Da oben können wir lang. Also hier rauf. Dann hier. Da sollen wir jetzt rauf. Da sollen wir rauf, oder wie ist das? Wir sollen den Kürbissen folgen, also gehe ich mal davon aus, dass wir hier rauf sollen. Aha. Beinahe. Ach, ich bin immer so doof und guck die Wand an. Man darf die Wand, glaube ich, irgendwie nicht angucken, denn sprintet er nicht. Diese Information hatte ich bekommen. Ach, ich bin aber ein bisschen doof. Okay, jetzt wissen wir, wie wir schon mal anfängt die ganze Geschichte. Gleich den Apfel reinziehen. Gleich den Apfel in den Hals. Da haben wir uns aber jetzt was vorgenommen. Aber ich weiß immer nicht, wo ich sonst hingucken soll, wenn ich springe. Soll ich nach unten gucken? Ich weiß es nicht. Das ist das, was ich ein bisschen schwierig finde. Wenn man da so springen soll. Wo soll ich denn sonst hingucken? Außer vielleicht da gegenüber an die Wand. Wer soll mir das mal erklären?
wohl eher nach unten gucken. Das könnte vielleicht das Geheimnis der ganzen Sache sein. So, hier wieder rauf. Doppelklick, springen. Und springen. Haha, jetzt klappt's. Find the buttons. Wir sollen hier also Knöpfchen finden. Dann machen wir... falscher Knopf. Da unten ist was. So, jetzt müssen wir mal hier... Aha, so. Ach, was war das denn jetzt? Da ist Wasser. Das hätte mir auch mal jemand sagen können. Auch nicht schlecht. Hilfe! 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 So, also hier wieder rauf. Ah, das ist aber auch gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach. Meine Güte. Aber das ist jetzt relativ schnell hier zu bewältigen. Jetzt wissen wir ja, wo wir hier lang müssen. Also hier hops, hops, hops. Dann darauf und dann... Ich gucke jetzt immer so nach unten, damit man hier springen kann. So funktioniert es nämlich auf jeden Fall am besten. Jetzt darüber. Dann den Button drücken. Und dann nach unten und darüber und darüber, 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 darüber. Ja. Nein. Er ist noch auf das Holzding anscheinend gekommen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein? So, da wieder runter. Ich hab auch dieses dämliche Feuerzeug hier in der Hand. So, jetzt wieder hier rauf. Wenn es gleich dunkel ist, werde ich mich da mit dem Bettchen... irgendwo hinlegen, damit diese Geschichte von diesem immer wieder von vorne anfangen und immer wieder von vorne anfangen ein Ende hat. Zack. Und runter. Und dann hier wieder rauf, dann da wieder rauf, dann da wieder rauf. Ach, warum sprintest du dämliches Ding mit einmal wieder nicht? Das ist doch dämlich. Da unten ist übrigens auch noch ein Kürbis. Es geht also da unten noch fein weiter. So, Knopfi, Knopfi, Knopfi. Och, bitte, jetzt sprinte doch einmal noch. Das ist doch nicht normal. Ach, Mensch. Das ist aber echt ärgerlich. Das war eben die ganze Zeit nicht anders gemacht. Dann macht er das immer wieder nicht und immer wieder nicht und immer wieder nicht. Und das macht dann auch immer affiger im Endeffekt. Na, 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 na. Ich sag dazu mal nichts. Zu diesen ganzen Fehlern, die ich hier mache. Ich sag dazu nichts mehr. Weil es einfach... Es ist einfach traumhaft, wie ich das nicht hinkriege. Warum schon wieder ein Doppelsprung? Also das ist doch nicht normal. Jetzt schon das vierte Mal hintereinander, wo ich es nicht schaffe. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. So, Knopf. Und darauf. Gleich mal einen Apfel hinterherziehen. Jui, so. Das muss doch jetzt endlich mal zu schaffen sein, Mensch. Das ist der erste Sprung, den ich hier nicht hinkriege. Mann, das gibt's doch gar nicht. So. Mit ein bisschen Gewalt funktioniert das anscheinend. Ah. So, jetzt darauf. Und jetzt müssen wir wieder... Es ist einfach nur noch ein großes Kopfschütteln. Es ist nur noch ein großes Kopfschütteln. So wie ich das hier verdaddel. So wie ich hier jeden Sprung in die Miese ziehe, weil ich es einfach nicht gebacken kriege. Es ist einfach traumhaft. Kann es nicht langsam mal Nacht werden? Kann es nicht jetzt mal langsam Nacht werden? Ich möchte mich jetzt hier unbedingt mal hinlegen. Damit ich hier nicht jeden Käse immer wieder von vorne beginnen muss. Ich könnte natürlich jetzt auch theoretisch warten, aber wäre ja irgendwie auch ein bisschen blöde. Och, was mache ich denn da? Meine Güte. Konzentrieren ist ihm angesagt. Wo ist meine Konzentration hin? Die ist total weit weg. So, und jetzt müssen wir noch darüber. Ja.